Missionswort Jesus responde al mundo de hoy bringt die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, Fokken check wie so ein Denkje abstellen, dass wir das Rechtje haben, dass wir den Rechtchen Glauben haben, in dat Menschen von anderen Churchen oder von anderen Fälschen, dat sind mal so eine, die vielleicht auch würde ein bisschen was von Gott, aber wer weiß, ob dort das Rechtje ist, wer weiß, ob die wörtlich wo im Himmel kommen. So, Jesus ist für die ganze Welt gekommen. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und derjenige, der Apostel, der musste das auch lernen. Der musste das lernen, dass Gott sein Geist auch über die kam, was von ganz anderen Kulturen wäre, und was ganz andere Orte von Leben hatte, als die Juden gewandt wären. So, wie als Plattdeutsche musste das auch lernen. Dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, wirkt hat. Ein Spanische, ein Englische, ein Deutsche, ein Japaner, ein Chinese, in alle Fälschergruppen, und auch in andere Türchen. Auch wenn in unserer mennonitische Gruppe sich neue Türchen bilden, wenn sie an Jesus leben, dann sind sie auch unsere Geschwister. Manchmal können wir das annehmen, dass wenn die von, wenn das Spanische sind und eine andere Church haben, das ist uns ein Don't. Aber wenn von unseren Plattdeutschen aber einmal würde ein bisschen anders ihren Gottesdienst haben, dann stellen wir uns viel Fragen, ob dort nicht eine Erleihe ist. Leider sollen wir daran denken, wenn sie mit Jesus kommen, wenn sie sich auf dem Wort Gottes gründen, dass sie dann unsere Brüder und Schwestern sind und dass wir nicht sollen jenen angehen. Herr Jesus, halb uns zu verstehen, dass deine Not so groß ist, dass sie alle Menschen erregt. So sie uns erregt, so erregt sich die, die andere Steine als wir oder andere Orten wie sie haben, wo sie leben dürfen. Aber die auch in dies leben und die Buße gedauert haben, über ihre Sünden, von denen die Vergebung gekriegt haben. Und du hast diese Menschen gedeibt und getäten mit deinem Heiligen Geist. Wir danken dir dafür. In die Name Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.